Servus, liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nochmal mit einem klitzekleinen Hinweis bezüglich Patch 10.2.6, denn eigentlich wollte uns Blizzard nicht verraten, was es mit diesem Patch auf sich hat, aber in der Zwischenzeit hat sich eine Kleinigkeit getan, die eventuell in irgendeiner Form was mit dem Patch zu tun hat. Anhand der Flagge, die wir da hatten, haben wir ja schon gesehen, okay, es könnte sich um Piraten handeln. Jetzt ist allerdings ein neues Schiff aufgetaucht vor dem Schlingendorn-Cup. Das sind nicht diese, die ihr hier unten seht, die sowieso auf der Karte eingezeichnet sind, sondern das sind die guten Stücke, die hier da hinten rumflattern. Das eine, was hier da hinten rumflattert, das ist tatsächlich mit Patch 10.1 ins Spiel gekommen. Und der Unterschied, wieso, weshalb, warum dieses Schiff was damit zu tun haben könnte und die anderen nicht, ist, wenn ihr auf das Level der einzelnen NPCs schaut. Ihr seht hier, die sind auf Level 70 und nicht wie die da hinten, einfach so Low-Level-Gemüse. Ihr seht auch, es treiben sich hier ein paar andere Spieler rum, die das Ganze auch entdeckt haben. Wieso, weshalb? Warum ist das jetzt gerade aktuell, wenn es denn zuvor keine Anzeichen gab, dass das irgendeine Relevanz hätte? Und zwar haben die NPCs auf diesem Schiff jetzt erst Namen bekommen. Das war vorher halt nicht der Fall. Eben bevor es hier umgeschossen wurde, habt ihr vielleicht gesehen, hier steht ein Kapitän Grub Rot. Was ist das? Rotschnitt? Ich weiß keine Ahnung, warum hier so ein schwarzer Balken jetzt bei mir unten ist. Was das jetzt soll, was der mit auf sich hat. Aber ja, diese ganzen NPCs haben erst jetzt Namen bekommen. Und genauso diese Voice Lines, die sie hier haben. Ihr gehört nicht zu uns, pipapo. All das ist jetzt neu ins Spiel gekommen, quasi. Dementsprechend liegen die Vermutungen jetzt nahe, dass diese NPCs was mit Patch 10.2 zu tun haben, also 10.2.6, weil, Ich versinke in der Piratenthema, Piratenflagge und auch hier, dieser NPC hat schon, ihr seht es hier links, so ein Questzeichen neben sich. Also das bedeutet in der Regel, dass diese NPCs in irgendeiner Form was mit einer Quest zu tun haben. Ob, wieso, weshalb, warum? Das werden wir dann noch sehen, aber ich wollte es euch auf jeden Fall schon mal mitteilen. Gut möglich, dass dieses Schiff dann etwas mit Patch 10.2.6 zu tun hat. Was genau, das werden wir mit Sicherheit noch rausfinden, wenn es soweit ist. Ihr dürft aber gerne schon mal losspekulieren. Und damit danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video, habt eine gute Zeit und reingehauen.